Meine Reise geht weiter. Ich finde einen Campingplatz ganz nach meinem Geschmack. Nicht in Reih und Glied, sondern einfach auf einer Waldwiese. Hier gibt die Natur vor, wie groß die Parzelle ist. Und der Campingplatz liegt in der Nähe von Frankfurt an der Oder, am Helenesee. Dieser See ist bei Familien wohl sehr beliebt. Zu Pfingsten 2018 treffen sich hier Wassersportfreunde aus ganz Deutschland. Im See gibt es einiges zu entdecken und zu suchen. So wird jeder Tauchgang zu einem spannenden Erlebnis. Ich radle nach Frankfurt. Im Zentrum finde ich mich vor einem interessanten Backsteinbau. Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude stark zerstört. Man rief eine Lotterie ins Leben, um die notwendigen Finanzmittel für den Wiederaufbau des Hauses zu finanzieren. 1950 waren diese Mittel vorhanden und so konnten die Frankfurter das Gebäude wieder neu aufbauen. Mir gefällt's. Ebenfalls 1945 wurde die Marienkirche ein Opfer der Flammen. In der Nachkriegszeit wurde die Kirche schrittweise gesichert und restauriert. Nach der Wende dann die endgültige Instandsetzung. Heute finden hier Kulturveranstaltungen statt. Ich komme an die Oder. Sie bildet den Grenzverlauf zu Polen. Auf der anderen Seite sehen wir Słubice. Heute fahre ich einfach über die Brücke, als ob es keine Grenze gäbe. Welche Anstrengungen mussten wir Wessis noch vor 30 Jahren unternehmen, wenn wir uns Polen ansehen wollten? Ich will mir die weitere Umgebung ansehen. Aber das richtige Motorradfeeling will sich mir nicht einstellen. Fast nur geradeaus. Und wenn dann mal eine Kurve kommt, wird das Grinsen unter meinem Helm immer breiter. Vorbei an tausenden blühenden Lindenbäumen. Riecht gut. Kann aber die Schräglagen nicht ersetzen. So cruise ich einige Kilometer durch die Gegend. Und finde dann ein schönes Bild. Soweit also der Bericht von meiner zweiten Reiseetappe nach Masuren. Wenn dir das gefallen hat, dann abonnier doch meinen Kanal da unten und du wirst sofort informiert, wenn es etwas Neues gibt. Denn die dritte Etappe führt mich dann nun endlich nach Polen.